Monatelang hatten Bund und Länder debattiert. Anfang des Jahres dann legte die Regierung einen Gesetzentwurf für den Kohleausstieg vor und erntete Kritik. Bis spätestens 2038 sollen die letzten Kohlekraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. Viel zu spät, sagen Klimaschützer. Die Industrie fordert höhere Entschädigungszahlungen und Verbraucherschützer fürchten steigende Strompreise. Bevor der Bundestag final entscheidet, berät heute der Bundesrat erneut unter lautstarken Protesten. Beim Bundesrat am Morgen wenig versöhnliche Zeichen zum Energiekonsens, wie die Bundesregierung ihn sieht. Draußen protestieren Umweltschützer, die schneller von der Kohle weg wollen. Drinnen äußern zwei Länderchefs aus dem Osten die Sorge, der Kohleausstieg gehe zulasten ihrer Regionen. Noch immer besteht keine Klarheit über die tatsächliche Höhe der Strukturförderung. Noch immer besteht keine Klarheit über die ersetzenden Maßnahmen. Noch immer besteht keine Klarheit darüber, ob die Versprechungen die Grundlage des vielbeschworenen Konsenses sind. Nach wie vor ist der Strompreis im Osten teurer wie im Westen. Das ist einfach für diejenigen, die ihre Betriebe bei uns haben, ein Standortnachteil. Es geht um den Kohleausstieg in 4 Bundesländern bis 2038. Die Regierungen hatten mit Energieversorgern und Umweltverbänden lange verhandelt. 40 Milliarden Euro stehen bereit, auch für die Abschaltung neuer Steinkohlekraftwerke im Westen. Hier muss eine angemessene Entschädigung für vorzeitige Stilllegungen berücksichtigt werden. Denn Rechtssicherheit und Investitionssicherheit sind zwei Grundpfeiler nicht nur des Wirtschaftsstandortes, sondern auch unserer demokratischen Ordnung. Offiziell verneinen die Ministerpräsidenten einen Konflikt zwischen Ost- und Westländern. De facto scheint das Gesetz, wie es jetzt in den Bundestag geht, genau dazu geführt zu haben.